Hallo Lieben und schön, dass ihr startet zum neuen Video aus Köln. Wieder mal mit unserem guten Jaskosi. Grüß dich, Bruder. Ich freue mich. Wir machen heute eine Döner-Tour, zum ersten Mal. Du weißt, ich bin ja eigentlich nicht so der Döner-Esser so draußen. Ja. Das ist ja Restaurant, aber heute mal Döner. Jasko hat mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass es sträflich ist, dass ich ein paar Döner nicht getestet habe. Ich habe das Video jetzt, denke ich mal, genannt, so wird der Titel heißen. Döner, über die viel gesprochen wird, die in aller Munde sind. Ja. Da unter anderem eine neue Kette, Alis Döner, ne? Ich weiß gar nicht, ob die neu sind. Da steht immer seit 1999, aber zumindest wachsen sie jetzt. Wir haben jetzt hier einen Laden vor 3 Wochen aufgemacht und die anderen Döner, die gibt es schon seit Jahren hier. Okay. Alis Döner, gucken wir uns das an. Auch mit ein bisschen anderen Konzept, auch mit Steakfleisch. Und das als Kette, finde ich mal was Neues, zischen wir direkt rum, ne? Also wir sind schon da beim guten Ali. Oh, Ali Bengali auch genannt. Jaskur, du kannst ja gar nicht abwarten hier. Döner essen, ne? Alis Döner ist ja eine Kette, soll es richtig gut Steak-Döner geben sogar. Ja. Ist Steak-Döner? Ja, Kalbfleisch, Hühnchenfleisch. Okay, okay, mein Lieber. Steak. Der muss. Ja, dann testen wir. Machst du uns einen fertig? Aber ganz kurz, ich muss Foto draus machen. Dann komme ich rein, ja? Okay. Okay, perfekt. Ich habe gehört, der arbeitet schwarz hier, der Kollege. So, da ist das gute Ding. Also, den Teller stellen wir mal rüber. Alis Kebab in aller Munde. Eine gute Soße. Erster Biss vom Fleisch war auch an und für sich köstlich. Scharfe Soße ist echt geil. Fällt mir gut. Ich will jetzt mal so ein bisschen Ketchup-lastig sagen. Ein Brot ist jetzt mal sozusagen schwierig. Schwierig, weil es so ein bisschen pappig ist. Alles andere als saftig, auch nicht wirklich kross. Nimmt viel Geschmack ein. Fleisch schön kross, also das richtig diesen, wie ich immer sage, diesen verhärteten Biss. Der Geschmack vom Fleisch verändert sich dann natürlich extrem. Und ich liebe halt dieses krosse Fleisch. Dieses einfach krosse Fleisch, dieser Geschmackskick. Also der Königsbiss, da versuche ich mir jetzt noch mal rein zu snacken. Du hast so einen kurzen Geschmackskick, gerade da, wo das Fleisch kross ist, aber auch einen wirklich guten Geschmack. Aber so in dem Bereich, wie durchdringend, wie lange ist der Geschmack im Mund, geht das Fleisch ein bisschen unter. Nichtsdestotrotz snacke ich kurz auf und dann gibt es von mir ein Ergebnis. Kurz und knackig, Alis Döner. Leckerer Döner, aber zum Schluss wirklich ist es ein Döner unter vielen anderen. Der aber trotzdem lecker ist, ich hätte jetzt, ich blende nochmal mein Ranking hier ein. 7,9 Punkte, denke ich, würde ich geben. Wir gehen zu Döner 2. Da verspreche ich mir schon um einiges mehr. Viel Spaß gleich bei Nummer 2. Jaskur, was sagst du eben? Eine Sache dürfen wir beinahe, weil wir hier vorbeigehen, nicht auslassen, meinst du gerade, also ne? Wirklich, guck mal, eigentlich wollten wir eine Döner-Tour machen, aber ich liebe diesen Laden. Der erinnert mich immer wieder an die Zeit zurück in Köln. Ja. Da müssen wir rein. Ist zwar nur Shawarma oder Falafel, aber ist ja eigentlich auch ähnlich. Ist ähnlich und soll legendär sein, wirklich. Legendär, ne? Legendär. Also, da muss man reingehen, auch alles filmen. Das ist schon ein sehr, sehr bekannter Laden. Besser Shawarma in Köln, würdest du sagen? Nein. Ne? Nein. Da gibt es bessere, die keiner kennt, aber so vom Feeling her, das ist ja auch mal so wichtig, schon ziemlich cool. Also vom Feeling her der beste. Ich habe viele Shawarma inzwischen gegessen, das kann ich gut einschätzen. Wir geben uns den noch und keine Angst, es gibt eine Döner-Tour, ne, aber den müssen wir noch mitnehmen. Okay, so machen wir das. Machen wir. Also vom Flair hier der Laden kaum zu toppen. Richtig heftig. Wir können nicht so frei filmen, wie wir wollen, weil hier sehr viele Gäste sind. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber ich hoffe, das kam ein bisschen rüber hier. 1000 Plakate überall unten, oben. Könnte auch so von den Plakaten und so eher auf irgendeinem Rockerladen sein. Ja, also der ist super. Also hier sind ganz, ganz viele bekannte Personen, haben den Laden schon besucht. Siehst du ja hier die ganzen Fotos. Ja. Und sehr auf Köln angelegt. Guck mal, du hast einen kölschen Teller. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Oh, aufs Haus. Prost. Prost. Richtig kross. Schmeckt nach Habibi. Das ist der Falafel. Guck mal, wie schnell. Wir haben 20 Sekunden aufs Essen gehört. Ach so, wir essen ja kein Shawarma. Doch, ein Shawarma und ein Falafel-Teller. Ich konnte es nicht nehmen lassen. Oh, krass, ja, kein Problem. Also Shawarma muss ich direkt einmal reinbeißen. Das kann ich mir nicht nehmen lassen. Das
sehr orientalisch. Zimt schmecke ich raus, etliche Gewürze, aber alles passend. Nicht wie wenn ich zu Hause einen Curry versuche zu kochen, wo ich einfach alles reinknall, weißt du? Das wird überhaupt nichts. Super geil. Also ganz stark. Du merkst etliche Gewürze. Würdest du versuchen, irgendwie im Duden irgendeinen Essen unter diesem Begriff einzutragen, wäre es dieses Gericht. Also das ist wirklich genau, wie du es dir vorstellst. Traum. Knackiges Gemüse, geile Tomate, sehr stark. Ganz anders als die meisten Shawarma, die ich esse. Die waren lange nicht so orientalisch. Ich habe auch oft Shawarma Arabi gegessen, was halt noch so angebräunt wird auf dem Grill. Angeröstet, einfach im Brot, rein, Zutaten, wunderbar. Jetzt nochmal zum Falafel-Teller, jetzt Cosi. Haben wir eben schon mal so probiert, schön mit dem Hummus. Ganz frisch, ganz knackig, geile Kümmelnote, nicht so aufdringlich. Wenn du hier essen gehst, kriegst du nicht nur das Essen, sondern du kriegst komplett Programm. Du kriegst die Musik, du kriegst den Flair, du kriegst den orientalischen Geschmack. Augen zu und du fühlst dich auf jeden Fall nicht in Deutschland. Hummus schmeckt überhaupt nicht aufdringlich, ganz dezent. Du merkst 100% self-made. Du schmeckst die Kichererbsen sogar noch ganz stark raus. Etwas stückiger als andere Hummus, die ich gegessen habe, aber geil. Gerade für die Veganer unter euch muss man probieren. Da ich vorhabe, irgendwann noch mal ein Shawarma-Ranking auch zu machen, würde ich eine 8 von 10 geben. Wirklich starkes Ding. Ihr wisst ja, am Anfang will ich noch nicht zu hoch starten, wenn ich mit einem Ranking anfange. Guck mal, ob ich die anderen überhaupt noch zusammengesucht finde, die ich bisher getestet habe vor der Kamera. Ist ein starkes Ding. Preise sind ja wohl mehr als Bundesliga. 3 Euro für ein Shawarma, 6,70 Falafel-Teller, das ist boah, brutales. Danke fürs Wegbringen, Rudi. Starker Laden, Leute. Kann man nur empfehlen. So, also wir werden jetzt Döner am Zülpicher Platz essen. Da weiß ich auch ganz von, die haben schon viel empfohlen, dass ich. Also wir gehen jetzt zum Orutsch-Kebab. Orutsch-Kebab. In der Nähe vom Zülpicher Platz, also 200 Meter. Ja. Und der ist so ein hausgemachter Döner, den einfach alle feiern. Eigenes Brot, eigener Spieß. Ich glaube, hat Spieß, aber trotzdem selber gemacht. Also hausgemacht. Ja, da bin ich gespannt. Also wirklich ein Hochkaräter jetzt unter Umständen am Start. Und danach essen wir nochmal so einen Suff-Döner, den alle im Suff essen. Ich glaube, Jan, der Koch, sagt, das ist sein Lieblingsdöner. Echt? Mhm. Jan, mein Lieber, erzähl uns keinen Mist. Da ist der Orutsch. Ah, jetzt weiß ich. Ich kenne die Geschichte vom Döner sogar. Echt? Erzähl mal. Ja, weißt du, warum der Orutsch-Döner überhaupt heißt? Nee. Der kommt auch aus der Türkei und das ist durch einen Urutsch damals. Ich dachte, du hörst noch länger gespannt zu. Soweit ich weiß, heißt Orutsch Fasten oder sowas. Ja, also. Ja, deswegen, da wusste ich schon, da kommt dann eine Scheiße. Ich war aber kurz aufmerksam. Ja. Vorhin habe ich ihm erzählt, wo ich bei ihm im Büro war, war ich auf Toilette, habe gesagt, Bruder, weißt du was, die haben dich hier geflaxt. Die machen hier Tonübertragung aus deinem Büro auf Toilette. Man hört alles, was du sagst. Aber da habe ich ja kurz geglaubt. Ja, du hast kurz geglaubt. Jasko, du stehst ja schon an, was ist da los? Er hat's eilig. Man merkt, er hat einen Termin. Oha, der sieht echt, haben wir in die Bäckerei gebaut, sieht das so aus, als vorübergeht. Ja. So, ich habe die Pole Position gebracht. Ehrlich? Schon vor die Schlange. Aber ich fisch jetzt ab. Du fischst ab. Ich habe den Döner locker in meinem Leben 50 Mal gegessen. Ja. Ich bin echt gespannt, was du sagst. Okay. Wie sicher weißt du, dass das Selfmade ist? Weil wenn ich das nicht sehe, glaube ich das eigentlich nicht. Die letzten Jahre würde ich gar nicht verschocken. So, ja. Aber also, er sieht zumindest so aus, wie er schon immer aussah. Wir werden ihn testen. Erstmal unter, wie gesagt, bei mir gilt die Regel, wenn ich es nicht selber sehe, geht es ins Nicht-Selfmade-Ranking. Aber wir testen ihn erstmal. Ich frage es ja, ob er lecker ist. Und alles ist selbst gemacht. Genau. Okay. Deswegen, ja. Geil, die. Danke fürs dabei sein, Jasko. Vielen, vielen Dank. Und dann sehen wir uns. Ne? Ciao, ciao. So, der Kollege hat noch was zu sagen. Einmal, was sagst du dir? Das ist auf jeden Fall der beste Döner, den ich seit langem gegessen habe. Ja. Also das Fleisch ist genau den Geschmack, den ich will. Wahrscheinlich der beste in Köln sogar, sagst du, ne? Auf jeden Fall. Da bin ich gespannt. Ich werde direkt mal snacken. Danke dir. Da seht ihr die Flamme nach dem Döner. Habe ich ja noch nie gesehen, nur. Ich wollte heute mal euren Döner testen. Ich habe mit dir noch eine Rechnung offen. Du hast nur eine Rechnung mit mir offen? Ja. Was für eine Rechnung? Du warst schon mal hier und hast mal gehört. Ah, ich war schon mal hier. Das ist ja mal lange her, ne? Ich mache heute für dich einen Döner. Okay, da freue ich mich. Weil das ist ja auch jeden Tag andere Performance. Ne? Der eine macht Döner so, der eine so. Ich kann mich jetzt erinnern, als ich da war, genau an die Theke. Ich habe gerade voll den Flashback, Mann. Sag ehrlich, habt ihr einen Selfmade-Döner? Ehrlich? Weil ich sehe da gerade einen TK-Spieß. Hier, das ist der Döner von morgen. Ah, geil, stark. Hier haben wir den Beweis, Leute. Ich habe den Beweis, weil ich habe eben gesagt, ich glaube niemanden, wo ich es nicht sehe, weil alle lügen immer. Ich hätte nicht mal dir glauben können, bin ich ehrlich, aber jetzt glaube ich dir. Ja. Oh, Traum, 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 Traum.
Der sieht gut aus, mein Lieber. Verrätst du auch Gewürzmischung für uns? Nein, noch? 35 Jahre sein. Das ist wie Coca-Cola-Rezept. Mhm. Geschmacksverstärker, nimmt ihr Geschmacksverstärker? Nein, nein, nein. Ehrlich nicht? Es gibt ein Gewürz, da ist Geschmacksverstärker mit reingemischt. Ja. Aber das war's. Ah, okay. Würdest du Walla darauf sagen? Natürlich immer. Ja? Okay. Dann werden wir direkt einen Döner machen, ne? Hattest du schon mal so einen Ladenansturm, dass du nicht mehr konntest, gesagt hast, ich breche ab, weil so heftig war? Nein. So ein Fußballer auf dem Fußballfeld bist du im Dönerladen. Champions League. Ja, ist so. Oh, ich kann mir Brot aussuchen. Ich möchte nur noch so empfangen werden, liebe Gastronomen. Such dir ein Brot aus. Ahmed, du bist der Heftigste. Ich nehme das. Also man muss das so überlegen für euch da draußen. Da einen Fehler jetzt macht, nur einen leichten Cut in die Kruste und alles läuft aus, der bricht alles im Arsch. Ich geh kurz draußen, dann komme ich wieder rein. Ne? Kriegst du danach mein Feedback? Ich komme gleich rein, ne? Bis gleich. Man kriegt ihn so serviert. Ich sag euch eins nur, ne? Ich wollte eigentlich noch diesen Suftdöner zeigen. Wenn der jetzt voll reinknallt, voll heftig ist, dann muss ich zu viel essen. Und dann wird wahrscheinlich scheißen auf den letzten Döner. Wird es bei dem hier bleiben. Guck mal, wie schön gebräunt. Ein Traum. Manche würden jetzt sagen Dream, aber da bin ich kein Fan von. Wildes, geiles Brot. Hier mein Döner-Ranking nochmal für euch. Tzatziki, wie man es kennt. Schön krosses Fleisch. Mit der Minze ist einfach stark. Sag ich euch so, wie es ist. Da schmeckst du dieses Krosse vom Fleisch. Ich wollte gerade sagen, ich suche was, was den Döner einzigartig macht. Natürlich haben wir das Brot, aber ich habe nach noch mehr gesucht. Wir haben das Fleisch, dieses Krosse, dieses Verbrannte von außen, das Endlevel. Das ist ein Döner, das macht den in der Kombi. Mit der Minze dann noch, macht den verdammt einzigartig. Ich kann mich erinnern, ich habe den gegessen. Ich kann mich eigentlich nur an den Namen gerade erinnern. Geschmacklich ist das nicht das, was ich beim letzten Mal gegessen habe. Besser. Und ehrlich, man fragt ihn nach Geschmacksverstärker. Und natürlich, ob man das selber reinpackt oder was in Gewürzen drin ist. Geschmacksverstärker ist Geschmacksverstärker. Erst ehrlich, in sehr vielen Gewürzen sind Geschmacksverstärker drin. Und man merkt eindeutig, das ist definitiv keine Geschmacksverstärkerbombe. Ich habe das letztens wieder beim Burger gehabt. Ich weiß nicht, ob das Video draußen ist. 3 Stunden später gefühlt hat mir noch die Fresse gebrannt. Danach getrunken wie ein Besenkter. Da müssen wir noch mit draufholen. Ist gut, der Döner, ne? Krass. Super. Ich sag's dir, alles selbst, wenn die Wache bei in der Küche selbst den Spieß, krass, alles machen, ne? Die selber. Heftig, oder? Das Brot auch heftig, ja. Feier deine Videos und sowas. Nein. Den Daumen oben knallen lassen. Abonnieren, Alter, mach mal die Glocke an, Junge. Geil, die. Bester Mann. Danke, Bruder. Ja, dir auch, ja. Schönen Abend, ne? Wer den Döner essen wollt, auf meinen Nacken, sagt Bescheid, ich bezahl gleich. Okay, gerne. Gerade noch, ich weiß, hab ich Minze gegessen. Es hört sich vielleicht für euch verrückt an. Es ist auch verrückt. Das hat so angeschmeckt, als hätte er nach Erde dran geklebt. Aber bis, das hat so nach Natur geschmeckt. Das hat so gebockt irgendwie. Oh. Das ist ein gutes Ding. Ich sage euch wirklich, ich hätte den gerne in meinem Ranking drin. Ich habe meinen Ranking nicht im Kopf. Ich muss gleich nochmal gucken, ob der das schafft. Aber das ist so ein Döner bisher. Für mich ist mein Ranking ja auch Aushängeschild. Ich bin stolz auf dieses Ranking. Wenn ich das so präsentiere und die Döner sehe, das freut mich irgendwie richtig so. Und den da drin zu haben, vielleicht muss ich das Ranking auch nochmal erweitern für 1-2 Döner, damit ein paar nicht verloren gehen. Auf jeden Fall Bewertung kriegt gleich Ahmed direkt gedrückt. Königsbiss mal schauen. Ein Königsbiss der anderen Art. Der war rein. Immer noch diese Kruste vom Fleisch, das Tzatziki, das runtergelaufen ist. Was würde ich mal sagen, Standard ist, aber absolut nicht verkehrt. Also nicht Standard schlecht Standard, sondern Tzatziki, wie man es kennt. So ist es besser ausgedrückt. Auf jeden Fall, wenn ihr bestellt, sagt, ich will wieder Chef und von dem Chef haben. Mach mit! Wie gut, dass da so viele Leute längst sind gerade und denken, ich bin einfach nur dumm. Schönes Ding, starkes Ding, Mann. Ahmed, ich komme gleich. Akku ist fast alt, ich muss mal wechseln. Also ich glaube, das ist meine erste reine Köln-Döner-Tour. Es gibt noch viele, viele Döner hier, die wir testen müssen. Wenn ihr Bock auf eine weitere Tour habt, schreibt es in die Kommentare. Ich drücke Ahmed jetzt erstmal meine Meinung. Ob er ins Ranking kommt oder nicht, seht ihr gleich. Den anderen Döner nehmen wir in einer anderen Döner-Tour. Ich wollte dir Feedback geben, aber nicht enttäuscht sein, ja? Nein. Nein, brauchst du nicht. Ich bin überzeugt.
Dein Döner war geil. Hör mir genau zu, okay? Ja. Hör mir genau zu, was ich sagen. Okay. Außenkruste vom Brot krank, Brot generell krank, ja. Fleisch mit dieser, auch so kross, wie er es gemacht hat, krank. Gesamtperformance krank. Du kriegst 9 von 10 Punkten von mir. Ich muss aber auch undercover kommen, nochmal. Und ich sag dir aber eins noch, einen Bonus. 9 von 10, ich sag dir eins, wenn du jetzt nicht im Deutschland-Ranking drin bist, dann bring ich dich ins Deutschland-Ranking. Weil nein. Leute. Ich erweitere das Deutschland-Ranking im Zweifelsfall, weil ich finde, manche Döner müssen da drin sein. Ich komme aber auch nochmal undercover. Und ja, in dem Sinne beende ich hier das Video. Ich sag dir, Achmed, vielen Dank. Hab ich gefreut. Dass ich hier sein durfte. Und einen schönen Tag noch. Ciao.